Hallo, willkommen beim Kanal und zum neuen Video. Ich hoffe, dir geht's gut. Falls du schon länger auf diesem Kanal bist, weißt du, dass ich es liebe, neue Trends auszuprobieren. Und es gibt jetzt einen neuen Trend, der heißt Hydro Dipping. Der ist aus Amerika und dabei geht es darum, verschiedene Gegenstände in Wasser einzutauchen, vor allem neue Schuhe. Und bevor man das macht, sprüht man Sprühfarbe auf der Wasseroberfläche. Dadurch entsteht einfach ein cooles Muster und der Gegenstand soll dann dieses Muster aufnehmen und einfach richtig nice aussehen. Hört sich an sich alles sehr einfach an, aber ich habe mir gedacht, ist es wirklich so easy? Lohnt sich das überhaupt preistechnisch? Und vor allem, bleibt das Muster wirklich dran oder geht es irgendwie nach ein paar Tagen schon ab? Das alles werden wir jetzt ausprobieren, also let's do it! Man braucht für dieses DIY einige Sachen und die habe ich alle besorgt, aber ich glaube, hier ist es sehr wichtig zu sagen, das ist nicht so ein DIY, was man mal eben so easy machen kann, denn ich war im Baumarkt und habe allein für die Sprühfarben und das Band 56,43 € ausgegeben. Ich habe mir insgesamt 6 Sprühfarben gekauft und 2 hatte ich schon zu Hause. Und hier muss ich sagen, der Preis variiert wirklich komplett. Also ich habe zum Beispiel für diese große schwarze Sprühdose hier 6,49 € gezahlt und für diese große Leuchteffekt-Sprühdose 12,99 €. Und was ich mir da noch geholt habe, ist dieses blaue Klebeband hier. Das hat 7,49 € gekostet. Das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen, denn dafür könnte man sich 2 Döner holen. Aber genau, das ist eigentlich perfekt für diese Arbeit gemacht, denn es ist erstens wasserfest und zweitens ist es perfekt für Lackarbeiten, deswegen muss es auf jeden Fall sein. Dann braucht man noch eine Schere und Gummihandschuhe und zu guter Letzt die Sache, die du am liebsten gestalten möchtest. Das können wirklich die verschiedensten Dinge sein, aber genau, auf YouTube ist es ja voll im Trend, Schuhe reinzudippen. Deswegen habe ich mir diese weißen Schuhe hier geholt und ich bin echt happy damit. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach dieses ganze Hydro-Dipping nicht nur mit Schuhen, sondern auch mit einem Bilderrahmen und mit diesen 2 Vasen hier, die ich für je 99 Cent gekauft habe. Denn ich habe mir gedacht, ich habe jetzt sowieso diese ganzen Sachen hier gekauft, also might as well machen wir ein bisschen mehr davon. Wenn das Ganze cool aussieht, wäre es sehr praktisch, weil ich bin momentan mitten in meinem Umzug und da könnte ich mein neues Zimmer damit dekorieren. Und übrigens, wenn du irgendwie mehr aus meinem Umzug und so weiter erfahren möchtest, kannst du sehr gerne auf Insta vorbeischauen, denn da poste ich Umzugsvlogs, also so Insta-Stories und so weiter und ja, zeig dir einfach, wie das alles langsam schön wird, weil momentan ist es einfach eine Baustelle. An sich ist das Prinzip von Hydro-Dipping und wie das Ganze funktioniert sehr easy und zwar muss man einfach alles mit diesem Kleber hier abdecken, was nicht gefärbt werden soll. So, ich klebe jetzt einfach das Band hier drauf und erste Sache, die mir auffällt, dieses Band haftet nicht wirklich auf diesen Schuh. This is not good. Dieses Band hält einfach überhaupt nicht daran. Das geht so einfach ab. Ich bin mir gerade so unsicher, ob ich das Falsche gekauft habe, aber sogar der Mitarbeiter meinte, dass das eigentlich das Richtige sein muss für das, was ich vorhabe. Der erste Schuh ist jetzt endlich fertig und ich habe dafür über eine halbe Stunde gebraucht, aber dafür habe ich wenigstens alles abgedeckt, was ich wirklich abdecken wollte. Ich habe mir jetzt aber gedacht, dass ich es bei diesem Schuh ein bisschen anders mache, denn ich glaube, ich decke jetzt alles ab, bis auf diesen unteren Teil hier. Zum einen könnte es, glaube ich, cool aussehen, wenn die Schuhe nicht komplett ähnlich aussehen, beziehungsweise werden sie sowieso nicht wegen dem Muster. Und zweitens würde ich gerne ausprobieren, wie die Farbe hieran haftet, weil das nochmal ein anderes Material ist. Deswegen, let's do it. Oh mein Gott. Yes, okay. Hier, also an dem Material hier, haftet das auch viel besser dran. So, und während ich jetzt diesen Trend hier mache und ausprobiere, kannst du mir schon sehr gerne mal in die Kommentare Vorschläge für die nächsten DIY-Tests hinschreiben, denn ich liebe es, wie gesagt, Trends auszuprobieren. Und keine Ahnung, vielleicht kennst du ja irgendeinen Trend, den ich irgendwie überhaupt nicht gesehen habe oder den ich voll verschlafen habe. Deswegen, let me know und dann kommt es in die nächste DIY-Test-Folge. Easy. Oh mein Gott, das funktioniert so viel einfacher. What the hell? Das macht mich gerade sehr happy. Also man braucht für die untere Seite auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde bekleben, sondern vielleicht irgendwie 10 Minuten. Okay, der zweite Schuh ist jetzt auch fertig. Also das sind jetzt meine Zwischenergebnisse und jetzt kommt der spannendste Teil. Und dafür brauchen wir einen riesigen Behälter voll mit Wasser. Das habe ich jetzt hier schon vorbereitet und es stand schon die ganze Zeit hier. Yes, das nenne ich mal Vorbereitung. Und was wir jetzt machen müssen, ist einfach die Sprühfarbe zu nehmen, uns die Farben auszusuchen und einfach drauf loszusprühen. Ich weiß noch gar nicht, was für ein Farbschema ich haben will, aber ich glaube, ich habe richtig Lust auf Gelb. Oh mein Gott, okay, satisfying. I love a good satisfying moment. Das sind so die Momente, die ich liebe beim Basteln, wirklich. Jetzt guckt das wahrscheinlich irgendwer und denkt sich so, aber sonst ist alles gut bei dir, ne? Wenn man so das hier sieht. Aber es ist einfach so satisfying.
Übrigens, dieses DIY solltest du auf jeden Fall entweder draußen nachmachen, in deinem Garten, oder wenn du es drin machst, die ganzen Fenster aufhaben, damit immer. Nein. Nein. Der Deckel left the chat. Was ich sagen wollte, oder halt in einem belüfteten Zimmer, damit immer frische Luft reinkommt. Zweite Farbe. Yes. Oh mein Gott. Jetzt packe ich da noch ein bisschen Blau rein. Oh mein Gott, nein, die Neonfarbe. Diese Neonfarbe soll jetzt lieber slayen für 12,99 Euro. Show me what you can do. Oh, oh mein Gott. Okay, die Neonfarbe ist da. Oh ja, ich glaube, ich verteile das so ein bisschen ungleich. Das könnte, glaube ich, auch sehr nice aussehen. So, und jetzt packe ich noch ein bisschen Blau da rein. In die Mitte einfach. Oh mein Gott, ich liebe das Blau. Ich bin gerade so impressed. Keine Ahnung, ich hätte nicht erwartet, dass es so schön aussehen wird. Das macht auch mega Spaß. Also ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das an meinem Schuh aussehen soll. Aber ich glaube, wir sollten es einfach probieren. Ich glaube, ich dippe jetzt einfach den ersten Schuh rein. Natürlich ziehe ich mir jetzt erstmal so einen Gummihandschuh an, damit meine Hände nicht dann komplett voll sind mit dieser Sprühfarbe. Ich mache jetzt erstmal diesen unteren Schuh hier. Oh mein Gott. Okay, das sieht gerade sehr vielversprechend aus. Ich kann mir aber immer noch nichts drunter vorstellen. Also ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal trocknen und wir machen erstmal mit dem anderen Schuh weiter. Das macht so viel Spaß, ne? Also jetzt geht's so richtig ab. Ich fühle mich gerade, als ob ich so nachts durch Berlin gehe und irgendeine Wand ansprühe einfach. Okay, und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten noch ein bisschen Gold da reinpacken. Den dippe ich jetzt einfach komplett rein, weil ich den auch komplett überklebt habe. Also einfach einmal ganz schnell rein und dann wieder raus. Dieser Schuh sieht schon sehr extrem aus. Ich lasse das jetzt einfach trocknen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach direkt weiter mit dem Bilderrahmen und mit den Vasen. Das Gute ist, die kann man eigentlich direkt da rein dippen. Da muss man nicht wirklich was wegkleben. Deswegen, let's do it. Ich mache erstmal die Vasen, weil ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich die Vasen machen kann. Und bei den Vasen möchte ich auf jeden Fall, dass es so ein Marble-Style hat. Das heißt, ich würde gerne, dass es so schwarz-weiß ist mit Gold-Akzenten, weil ich glaube, dafür gibt man bei einigen Dekoläden echt viel aus. Und wenn es klappt, wäre es einfach die beste Deko-Idee ever. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Yes, what the hell? Das kommt sowas von in mein neues Zimmer rein. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Start für die erste Vase. Die lassen wir mal auch trocknen und wir machen weiter mit der zweiten. Es sah so schön aus, deswegen probiere ich das jetzt noch einmal und versuche es noch besser zu machen. Also ich bin schon mega happy damit, aber let's see, ob wir es noch mehr slayen können. Let's do it. Oh mein Gott. Wow. Die ist, finde ich, noch besser geworden. Die hat viel mehr Farbe abbekommen und dieses Muster ist einfach so schön. Das erinnert mich irgendwie an so Kristallen oder so. Also richtig nice. Und für den Bilderrahmen mache ich jetzt, glaube ich, einfach wieder irgendwas Knalliges, weil wir hatten jetzt zwei Schwarz-Weiß-Vasen, was cool ist, aber bunt kann es sehr gerne natürlich auch werden. Ich nehme jetzt diesen Bilderrahmen auseinander, also dass quasi dieser Pappteil hier und das Glas und so weiter nicht da ist, sondern dass wirklich nur dieses Gerüst quasi da ist. Also an Farben hätte ich auf jeden Fall wieder sehr gerne Gold, weil es einfach sehr schön aussieht und schön glänzt. Und dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen Lila reinpacken. Ich glaube, das könnte auch nice aussehen. Und dann nehmen wir einfach noch ein bisschen Blau. So, ich finde, das sieht richtig nice aus. Also ich mag das Farbschema, deswegen tauchen wir mal diesen Bilderrahmen da rein. Ich habe noch nicht hingeschaut, aber ich bin gespannt. Und okay, also so sieht das Ergebnis aus. Es ist jetzt nicht so wow, also es ist nicht super schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so wow, weil hier sind halt einfach so diese ganzen Punkte, sage ich mal, einfach dazwischen. Aber wie gesagt, ich lasse das Ganze trocknen und erst dann werden wir das Ganze bewerten. Also let's see, wie es dann sein wird. So, es sind jetzt alle Sachen trocken und ich habe auch in der Zwischenzeit mein Zimmer durchgelüftet, damit wieder frische Luft hier reinkommt. Und jetzt bin ich einfach super gespannt, wie die Ergebnisse letztendlich geworden sind und ob es sich lohnt, Hydro-Dipping zu machen oder ob man es halt lieber einfach sein lassen sollte. Fangen wir mit den ersten Ergebnissen an, und zwar mit der Vase. Ich muss sagen, mit der ersten Vase bin ich so nur mittelmäßig zufrieden. Also es sieht cool aus, gerade auch von Weitem, aber von nahem sieht man schon, was so schief gelaufen ist. Aber dafür
liebe ich einfach die zweite Vase. Also hier ist einfach so ein cooler Marble-Look entstanden und es sieht halt schon wie gekauft aus. Also ich glaube, einige Läden würden das auch für 10 Euro oder so verkaufen. Deswegen, ich liebe es und es kommt auf jeden Fall in mein neues Zimmer rein. Die zweite Sache, der Bilderrahmen, der erinnert mich irgendwie an die erste Vase. Also es ist ganz cool, gerade von Weitem, aber ich glaube, dass es halt besser sein könnte. Und vielleicht wäre es auch mit einem zweiten Bilderrahmen dann besser geworden, weil ich dann irgendwie schon weiß, wie das läuft und so weiter. Aber genau, finde ich an sich ganz cool. Ich muss hier aber sagen, ich finde irgendwie die Seiten viel schöner als den vorderen Teil. Also die Seiten, finde ich, sind mega nice geworden und I love them, gerade das hier. So nice. Also falls du das nachmachen solltest, kann ich dir wirklich nur empfehlen, goldene Sprühfarbe zu kaufen, weil es lohnt sich einfach. So, und jetzt der Moment, auf den ich schon die ganze Zeit warte, und zwar die Schuhe. Die machen mir auch wirklich am meisten Angst, weil die sind natürlich auch das teuerste. Und ich hoffe einfach, ich hoffe wirklich, dass die irgendwie cool geworden sind. Okay, oh mein Gott. Ey, was war das denn für ein Klatscher? Love it. Also das ist wirklich so nice. Ich finde, das gibt dem Schuh so viel. Ich liebe das. Stell dir mal vor, du ziehst irgendwie so ein richtig nice Baggy-Outfit an oder so. Oder halt so möglichst viel schwarz, vielleicht so eine Kette und dann diese Schuhe. Dann. Hat die Fashion Week angerufen? Yes? Oh, okay. 'Cause I'm here. Der erste Schuh war schon mal mega nice. Und seriously, wenn das jetzt nicht gut geworden ist, dann, ich weiß nicht, was mache ich dann? Bei dem kann ich wirklich überhaupt nicht raussehen, was daraus geworden ist. Oh mein Gott. So sieht der Schuh jetzt aus. Was mir direkt aufgefallen ist, wenn man mit der Hand da drüber geht, geht die Farbe tatsächlich sofort ab. Also man muss sehr vorsichtig damit sein. Und ich glaube, ich werde mir auch irgendwie so ein Lack oder so kaufen, also so ein Klarlack, damit es quasi als so eine Schutzschicht drauf ist, weil ich fände es irgendwie zu schade, wenn die Farbe immer wieder rauskommt und dann hätte man das alles umsonst gemacht und vor allem so viel Geld für Sprühfarbe ausgegeben. Ich muss aber sagen, diesen Schuh finde ich so viel nicer als den. Also ich finde, der ist nicht so schlecht geworden und ich glaube, wenn man die beide anhat, passt es auch irgendwie, aber ich finde irgendwie den Gedanken irgendwie cooler, dass man so unten die Sohle gefärbt hat. Mich würde es aber voll interessieren, was du so von diesem ganzen Trend hältst. Also lass es mich super gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, falls du jetzt noch Bock hast, ein weiteres DIY-Test-Video anzuschauen, dann habe ich dir hier mal eins verlinkt und da ein weiteres Video von Funk. Du kannst hier meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche und bis dann.